Guten Tag, ich heiße Palontras. Ich werde heute dein Arzt sein. Ich stehe dir zu Diensten. Bist du der Notfall? Wow, unglaublich. Was für ein riesiges, wunderschönes, flauschiges Ding. Verzeihung? Oh, tut mir leid. Es ist nur, ich habe noch nie etwas wie dich gesehen. Ich versuche immer noch zu verstehen, dass all das echt ist. Ich heiße Fran. Ich bin ein Menschenkind, Mädchen. Der König hat mich hierher geschickt, um Arme und Beine zu kriegen, damit ich nach Hause gehen kann. Oh, ein Mensch, ich glaube, wir können dir ein paar Arme und Beine verhelfen. Aber dafür werden wir etwas weiter reisen müssen. Bist du bereit, die Pfoten des Biests zu betreten? Welches Biest? Ich bin das Biest. Los geht's. Das sieht aus wie so ein Axolotl. Wir sind angekommen. Wow, dieser Ort ist so schön und friedlich. Ich wünschte, ich könnte für immer hier bleiben. Danke, das ist mein Zuhause. Hier wurde ich geboren. Der Geist der großen Volkas hat es erschaffen. Es hat das reinste Wasser im ganzen Universum. Oh wow, das klingt toll. Wer ist der große Volkas? Du hast noch nie etwas von den fünf Realitäten gehört? Es ist der König der ersten Realität. Vor langer Zeit befand er sich im Krieg mit der Dunkelheit und eines Tages ist er gestürzt. Sein Sturz war wahrscheinlich, sein Herz war gebrochen. Sein Sturz war schrecklich, sein Herz war gebrochen und er war ganz allein. Aber dann ist er zu Ysthera gekommen und sein Blut hat dieses Wasser pink gefärbt. Deswegen ist es so rein. Das ist eine sehr lange Geschichte. Wow, das klingt großartig. Ich meine, ich wusste gar nicht, dass es eine andere Realität gibt. Und wie kommt es, dass du hier bist? Was hat dich nach Ysthera geführt? Mein Katerchen und ich waren auf dem Heimweg. Ich war so froh, ihn wiederzusehen und ihn zu umarmen. Aber dann sind wir gefallen. Das große Monster hat mir, das mir folgt, ist schuld. Es hat die Brücke zerstört. Es will mich umbringen. Wer will dich umbringen? Das klingt ja schrecklich. Darüber würde ich lieber nicht reden. Aber Sir Doktor, weißt du, warum ich zum Baum wurde? Ja, manchmal sind unsere Wünsche so stark, dass sie sich verwirklichen. Du hast das getan, um dich selbst am Leben zu erhalten. Sieh es mal so, dein menschlicher Körper war zerstört. Aber du wolltest weiterhin Fran bleiben. Du wolltest am Leben bleiben. Also hast du diese leere Hülle übernommen, um all deine kostbaren Erinnerungen zu behalten. Das ist das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass ein Mensch einen Baum als Kokon nutzt. Aber das Dasein hier ist gefährlich. Es macht unser Land verwundbar. Ich bin selbst daran schuld. Wow, aber Palantras, Sir. Wie? Ich wusste gar nicht, dass ich etwas getan habe. Du wusstest nicht wirklich, was du getan hast. Ich verstehe. Nun, als du nach Ysthera gereist bist, hast du eine Tür zwischen deiner Realität und der unseren geöffnet. Und durch diese offene Tür können auch andere unerwartete Kreaturen diese Realität betreten. Und wenn das geschieht, gerät alles aus dem Gleichgewicht. Und es gibt nur einen, der die zweite Realität zu vergiften wünscht. Das Monster.
der schreckliche Schwärze. Ich kann nicht zulassen, dass dies erneut geschieht. Das kann ich nicht. Sei nicht traurig, Doktor. Es tut mir sehr leid. Das wollte ich nicht tun. Oh, kleines Mädchen, du bist so nett. Du musst dich für nichts entschuldigen. Ich glaube, du bist ganz besonders. Aber konzentrieren wir uns zuerst auf deine Arme und Beine. In Ordnung? Ja, Doktor. Soldat der Sonne, Geist des Wassers, gib Ren ihre Arme und Beine. Wie fühlst du dich, Ren, aus Istara? Wow, ich fühle mich wie ein wunderschöner Baum. Ich habe Blätter. Schön, dass es dir gefällt. Ich habe doch gesagt, dass wir es wieder gut machen können. Dieses Wasser ist magisch. Es kann alles wieder gut machen. Alles? Glaubst du, es könnte meine Mama und meinen Papa wieder gesund machen? Was meinst du damit, sie gesund machen? Was stimmt nicht mit ihnen? Nichts, Doktor. Danke, dass du mir geholfen hast. Du bist der beste Doktor, den ich je hatte. Und du bist flauschig und wunderschön. Ich hatte vorher einen anderen Doktor. Sein Name war Dr. Dern. Aber der war ein böser Mann. Ein alter Mann? Ich wette, so schlimm war er gar nicht. Vielleicht hat er nur die Regeln befolgt. Gehen wir jetzt. Ich bringe dich zum Bahnhof. What? Also daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Passiert. Hier sind wir wieder. Zeigt sie ja dem König, was für eine gute Istartanessin du geworden bist. Nochmals vielen Dank, Doktor. Eines Tages muss ich dir mein Katerchen vorstellen. Das wäre wunderbar. Bis bald. Wiedersehen. Du flauschiges Katerchen. Ah, das gefällt mir. Hier bin ich. Wenn, meine Liebe, du hast Blätter auf deinen Kopf. Wie hübsch. Oh, lass mich dich ansehen. Was für eine großartige Isteranerin du geworden bist. Danke, König Sir. Der Arzt hat unglaublich. Er hatte mit dem Wasser gezaubert. Aber er war traurig. Er hat mir viel erzählt, aber ich habe nicht alles verstanden. Mach dich keine Sorgen. Palantras, geht es gut. Ich weiß warum. Wir haben ein paar Probleme zu lösen, aber darüber solltest du dir keine Sorgen machen. Besprechen wir, wie wir dich wieder nach Hause kriegen. In Ordnung? Ja, bitte. Du hast etwas über den großen Zauberer gesagt. Ja, der große Zauberer ist der Einzige, der dir einen menschlichen Körper wiedergeben kann. Und er hat die Steine, um die Tür zu öffnen, die dich nach Hause bringen wird. Wo ist der Zauberer? Welche Steine? Dieses Land ist voll mit diesen Dingen, die ich nicht verstehe. Ah, du wirst noch nicht einmal außerhalb des Schlosses und willst bereits alles Bescheid wissen? Das ist eine Lebensfreude, die ich gemeint habe, immer mit der Ruhe, Fran. Der große Zauberer wohnt auf dem großen Berg Kortem. Aber wir haben ihn schon seit ewiger Zeit nicht mehr gesehen. Finde ihn, dann wird sich alles zum Guten wenden. Warum hast du nicht selbst versucht, den großen Zauberer zu finden? Na, das müssen wir nicht. Ist doch logisch. Wir brauchen keinen Zauberer, um Magie zu wirken. Oder Zaubertränke zu brauen. Das können wir selbst. Die wichtigste Aufgabe des Zauberers ist, die Steine, die die Tür öffnen, zu bewachen. Ich verstehe, die Steine sind also wie ein Schlüssel. Und wo ist der Berg, den du erwähnt hast? Du musst dich wohl umhören. Folge den Schildern. Ich muss jetzt los.
Aber ich werde rechtzeitig zurückkommen, um dir bei der Tür zu helfen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Istera-Tag und viel Glück beim Auffinden des großen Zauberers. Oh, guck mal, da ist Palontas. Wow, hast du dieses riesige, flauschige Wesen gesehen, Katerchen? Das ist Palontras. Er hat mich gesund gemacht. Ja, flauschig ist es auf jeden Fall. Oh, ich habe jetzt ganz vergessen. Hier ist dein Geldbeutel. Oh, danke, Katerchen. Hast du meine Tabletten irgendwo gesehen? Ich glaube nicht. Vielleicht sind sie auf der anderen Seite des Sees neben deiner Kleidung. Ah, wir haben eh etwas anderes zu tun. Wir müssen den Zauberer finden. Ja, der König hat auch etwas über einen Berg gesagt. Ja, Berg Kortem. Da wohnt der große Zauberer. Auf geht's. Zauberer. Auf geht's, würde ich sagen. Herzlich willkommen. Okay, wir haben hier diesen Dude. Nein, du kannst hier nicht hereinkommen. Es ist geschlossen. Wir fragen mal, tut mir leid. Ich wollte nur wissen, was in diesem Durchgang ist. Nun ja, die Bücherei natürlich. Aber sie ist geschlossen. Komm im Herbst oder Winter wieder. Dann ist sie wieder geöffnet. Hey, bist du nicht der sprechende Baum, den ich Palontras gezeigt habe? Ja, das bin ich. Palontras hat mir Arme und Beine gegeben. Ja, und einen Kopf noch dazu. Das ist sehr positiv. Hi. Ja, aber warum ist die Bücherei geschlossen, Sir? Nun ja, das ist doch logisch. Wenn die Sonne den zweiten Mond von Istera umkreist, öffnen wir. Erst dann kann das wahre Wissen erlernt werden. Und das geschieht nur im Herbst und Winter. Oh, im Sommer oder Frühling lernt ihr also nichts? Natürlich lernen wir. Wir lernen die ganze Zeit. Ich lerne jetzt gerade etwas, nämlich, dass du viele Fragen stellst. Naja, ich bin neugierig, deswegen hier. In Istera sieht alles so anders aus. Du kommst wohl nicht von hier. Nun gut, hoffentlich bis bald. Ja, danke, Sir. Auf Wiedersehen. Wow, ist ein bisschen unheimlich, aber es ist auch so schön. Okay, gehen wir raus. Hallo, Sir. Bist du ein Bachmann? Ja. Oh, ich verstehe. Weißt du, wo Perkutum liegt? Ja. Wo ist das? Kannst du mir sagen, wo es ist? Ja. Sag's mir bitte. Berkotem existiert nur während der Winterzeit. Winterzeit? Wovon redest du da? Natürlich Winterzeit. Was denkst du? Ich kann nicht auf den Winter warten. Aber ich kann nicht auf die Winterzeit warten. Oh, dann musst du nicht darauf warten. Da gehst du hin. Oh, wie? Aber wie? Verzeihung, ich bin nicht gut im Erklären. Geh die Treppe runter und dann geradeaus. Dann findest du den Uhrmacher. Der kann dir erklären, glaube ich. In Ordnung, danke, Sir. Muss mal hier. Oh. Hier sind Fische. Ein Berg. Ich glaube, das ist das Schloss. Ein sehr großer Baum. Ein Boot. Ein Berg. Mit Wasser und Wald. Ja, dann gehen wir in die Stadt. Oh, guck mal, da ist der König mit seinem Boot. Hallo.
Ist da? Wer? Ich, Fredden, kannst du mich nicht sehen? Oh, jetzt sehe ich. Ein bisschen. Du hast 4 Augen. Wow. 4 Augen. Ich habe nicht. Was verkaufst du? Nur die besten Plop-Plop-Plop-Bass. Das gesamte Laden. Willst du dich dann riechen? Klar, sie sehen aus wie Kokosnüsse. Miss. Ich sammle. Das sind keine Kokosnüsse. Ah, wie in Toilette. Wow, ich dachte, es wäre gar nicht zu gut zu essen. Nicht gut? Warum? Ist sehr köstlich. Wir lieben es. Es lässt alles wachsen und glänzen. Träume schon, die schöne Musik im Video. Nicht. Hier, ich muss weiter, zum Glück. Mit dem. Sehr gegrüßt. Bist du an Stoff und Schnur interessiert? Nur aus Neugier, Miss. Wofür benutzt ihr Stoff? Hier sind doch alle nackt. Nun, wofür auch immer du es brauchst. Wir haben auch Schnüre für andere Dinge. Ich verstehe. Ich muss los. Miss, einen schönen Tag noch. Hallo, ich bin Fran. Was machst du da? Guten Tag, ich bin Protor. Ich schmelze dieses Stück Eisen. Wofür? Ich muss ein paar Uhrenteile an den Uhrmacher liefern. Oh, ich verstehe. Du kannst also alle möglichen metallischen Dinge machen? Klar, wenn du Ideen hast, können wir darüber reden. Ich erledige das. Das ist sehr gut zu wissen. Vielen Dank, Sir. Gut, ich muss weiterarbeiten. Aber falls du meine Dienste benötigst, weißt du, wo du mich findest. Ah, guck mal, da ist der Uhrmacher. Da wollen wir hin. Dankeschön, Zuckerinsel, für die 70 Bits. Ich arbeite an meiner Uhr. Hallo, was machst du? Oh, ich verstehe. So, weißt du, wo der große wo ich den Zoo... Nein. Ich mache Uhren. Ich habe Uhren. Ich lausche Uhren. Tick-Tack. Weißt du, wo Bergkurtem liegt? Bergkurtem existiert nur im Winter. Ansonsten ist es nur ein ganz normaler Berg. Ich kann es kaum erwarten, dass es Winter wird. Der König hat gesagt, dass der Zauberer auf Bergkurtem ist. Du musst nicht auf den Winter warten. Das ist absurd. Zeit ist eine unendliche, vielschichtige Realität. Oh, eine vielschichtige Realität. Das klingt toll. Und was sollte ich stattdessen tun? Geh zur großen Uhr und ändere die Jahreszeit. Ändere sie einfach. Wo ist die Uhr? Nun geh in Richtung Schloss. Aber biege links ab, wenn du die Treppe siehst. Du findest die große Uhr am Baum. Viel Glück. Danke, Sir. Du bist sehr nett. Vielen Auf Wiedersehen. Was ist hier hinten noch? Okay.